Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute zu Gast Eva Gredel. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Wallroth. Schönen Gruß nach Mannheim. Stellen Sie sich doch bitte mal vor. Ja, mein Name ist Eva Gredel. Ich bin 33 Jahre alt und bin akademische Mitarbeiterin an der Universität Mannheim und hier am Lehrstuhl Germanistische Linguistik. Ich arbeite seit 2014 aus einer linguistischen Perspektive zur Wikipedia und habe im Dezember jetzt die Nachricht erhalten, dass ich durch ein Wrangel-Habilitationsstipendium des Landes Baden-Württemberg in den nächsten 5 Jahren als Stipendiatin gefördert werde. Das heißt, ich habe die große und tolle Chance, in den nächsten 5 Jahren diese sprachwissenschaftliche Arbeit zur Wikipedia fortzusetzen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das klingt ja wunderbar. Ja. 5 Jahre Spaß mit der Wikipedia. Aber das kommt ja nicht von ungefähr. Sie haben ja auch schon in dem Bereich gearbeitet. Ja, genau. Also in den letzten 2 Jahren habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie der Stand der Forschung ist, welche anderen Sprachwissenschaftler schon zur Wikipedia gearbeitet haben, habe mir auch benachbarte oder andere Disziplinen angeschaut. Also in der Soziologie gibt es ja schon einige Arbeiten zur Wikipedia. Dort werden so Fragestellungen behandelt, wie Wikipedianer zusammenarbeiten. In der Psychologie gibt es Arbeiten zur Wikipedia, die sich genauer die Motivationslagen der Wikipedianer anschauen. Also warum arbeiten Menschen ehrenamtlich an einem Projekt wie der Wikipedia mit? Und genau, in der Linguistik gibt es eben auch schon Arbeiten aus den verschiedensten Perspektiven zur Wikipedia. Was machen Sie da konkret? Also ich konkret nehme mir die Wikipedia aus einer diskurslinguistischen Perspektive vor. Und da denke ich, es ist sinnvoll, kurz zu erläutern, was Diskurslinguistik ist. Ja, bitte. Diskurslinguistik ist eine neuere Teildisziplin der Linguistik der Sprachwissenschaft, die transtextuelle Einheiten, also Diskurse, in den Blick nimmt. Hintergrund ist eben, dass man sich, ich sag mal, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts überwiegend mit einzelnen Wörtern oder Sätzen, also Grammatik, Syntax, beschäftigt hat. Dann so ab den 60er, 70ern sich Texte näher angeschaut hat, also wie einzelne Sätze zu Texten zusammengefasst werden können oder ja zusammenspielen, um Texte zu ergeben. Und seit Anfang der 90er entwickelt sich diese Teildisziplin der Diskurslinguistik, die eben noch größere Einheiten anschaut, also mehrere oder sagen wir sogar viele Texte als Diskurse in den Blick nimmt. Und das geschieht meistens oder oftmals in der Tradition Foucaults, der diesen Diskursbegriff in der Philosophie bzw. Soziologie etabliert hat. Und wir machen das eben aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive, dass wir uns anschauen, zum Beispiel, welche Metaphern einen Diskurs prägen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir uns medizinische Diskurse anschauen, oder psychologische Diskurse, kennen Sie solche Metaphern wie, man nimmt den Kampf gegen den Krebs auf. Das ist eine ganz, ganz prägende Metapher. Da kommen Ärzte und sagen dann zu den Patienten, sie müssen jetzt den Kampf gegen den Krebs aufnehmen. Und damit geht eben einher, dass die Ärzte einem nahelegen, bestimmte Therapien mitzumachen, weil sie eben nahelegen, den Patienten, ja, ihre Vorschläge sozusagen zu akzeptieren. Also in der Arzt-Patienten-Kommunikation zum Beispiel spielen solche Metaphern eine große Rolle. Jetzt, wo die das sagen, fällt mir das auch auf. Ja. Kampf gegen den Krebs ist so etabliert, dass einem gar nicht auffällt, dass man erstmal den Krebs personifiziert und dann auch zu einem Kampf aufruft, was ja auch einschließt, dass man Opfer bringen muss. Genau, richtig. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass solche Metaphern auch ausgebaut werden zu ganzen Feldern, dass man dann eben von Kollateralschäden sprechen kann in medizinischen Kontexten. Also dieses ganze Kampf- und Kriegsvokabular wird dann eben in ein anderes Bedeutungsfeld transferiert und führt dann zu bestimmten Handlungsrelevanzen, die über die Sprache eben
anderen Sprechern mitgeteilt werden. Also zum Beispiel, dass eben ein Patient jetzt bestimmte Therapien angehen muss. Ne? Und klar, sowas spielt auch in der Politik eine große Rolle. Da sagen dann die Politiker, dass man den Kampf gegen Viren aufnehmen muss. Und dann ist das ein Argument, um bestimmte Gelder ja, in einem Parlament oder so zur Verfügung zu stellen. Und ja, genau, sowas interessiert mich jetzt eben mit Blick auf die Wikipedia, wie also dort bestimmte Metaphern gesetzt werden oder aber eben auch verhandelt werden. Weil das ist nämlich auch eine Besonderheit oder etwas, das die Wikipedia für mich so interessant macht, dass sie polyphon ist. Also dass nicht alles, wie das manchmal in journalistischen Texten ist, dass einzelnes oder Aspekte von Einzelnen vorgegeben werden, sondern dass auf den Diskussionsseiten eben die Möglichkeit besteht, zum Beispiel Metaphern zu verhandeln. Genau. Ein Beispiel zu einem Vortrag, den ich im November hier in Mannheim am Institut für deutsche Sprache gehalten habe, ist das Thema der europäischen Integration. Da gibt es den Begriff der Eurosklerose. Das ist eben eine Metapher dahingehend, dass Multiple Sklerose ja eigentlich eine Krankheit ist, ne? Eine Verhärtung von oder Veränderung von Knochen. Und das jetzt eben in einem Wortbildungsprodukt mit Europa zusammenzubringen, bedeutet eben, bestimmte Veränderungen in der Europäischen Union als Krankheit darzustellen. Wir haben also hier eine Krankheitsmetapher. Da ging es um eine Stagnation der europäischen Integration. Und da war eben für mich die Frage zu sehen, wird diese Metapher unhinterfragt hingestellt auf den Seiten der Wikipedia oder wird sie eben verhandelt? Und sie wird eben doch durchaus verhandelt und diskutiert, dass zumindest eben dann metasprachlich deutlich gemacht wird, dass es sich hier um ein Sprachbild handelt, dass man vielleicht auch Alternativen finden könnte. Genau, und das habe ich mir eben für insgesamt 3 Sprachen angeschaut, fürs Deutsche, fürs Englische und fürs Französische. Und festzustellen war, dass es aber auf jeden Fall in allen 3 Sprachversionen der Wikipedia diese Metapher gibt. Und das weist eben schon mal darauf hin, dass diese Metapher in allen 3 Sprachen eine gewisse Relevanz hat. Und dann ist eben der nächste Schritt, von den Artikelseiten wegzugehen auf die Diskussionsseiten und zu sehen, naja, was wird denn da verhandelt? Was ist den Wikipedianern wichtig? Welche einzelnen Aspekte wollen die da nochmal zur Diskussion stellen? Ja, und da es sich hier eben um mehrere Postings dann handelt, um mehrere Sprachhandlungen, verstehe ich das eben als einen Diskurs, weil sich hier mehrere Texte dann zu einer größeren Einheit, zu einem bestimmten Thema verbinden. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen verständlich war, was ich unter Diskurslinguistik verstehe. Nein. Also, ich habe wirklich Schwierigkeiten zu folgen. Das ist sehr speziell. Ich habe mich jetzt auch nicht im Vorfeld damit beschäftigt. Sie sagen, zum Beispiel diese Eurosklerose, dass das in verschiedenen Wikipedien vorhanden ist, der Begriff. Das heißt, es gibt immer einen eigenen Artikel dazu oder es wird in Artikeln verhandelt. Aha. Beides. Also es gibt einen eigenen Artikel, ne? Und es gibt aber auch dann nochmal Vorkommen dieses Begriffs in anderen Artikeln. Also im Deutschen gibt es eben Eurosklerose, klar, im Englischen heißt es dann Eurosklerosis und im Französischen Eurosklerose. Ist das ein abwertender Begriff, Eurosklerose? Ja, das auf jeden Fall. Also da spielen schon negative Aspekte eine Rolle. Immer wenn Dinge, die eigentlich keine Krankheit sind, als Krankheit bezeichnet werden, ist das eher negativ zu sehen, weil natürlich niemand eine Krankheit haben möchte. Ne? Mhm. Und wie gesagt, das ist ein Begriff, der geprägt wurde, um die Stagnation der europäischen Integration zu bezeichnen. Und in journalistischen Artikeln werden diese Begriffe aber häufig gesetzt, ohne sie weiter zu erläutern, vielleicht auch, weil der Platz nicht da ist. Und sie werden eben oftmals nicht hinterfragt. Und das Schöne an der Wikipedia ist eben, dass über die Diskussionsseiten genau dieses Hinterfragen von Metaphern
möglich wird und das Aushandeln, muss man die wirklich verwenden? Welche Reichweiten sollen sie haben? Also das ist der interessante Punkt für mich und eben auch nochmal diese Besonderheit, dass über die Interlanguage Links, also über die Links, die eben die Sprachversionen verbinden, man auch solche Diskurse über mehrere Sprachen hinweg verfolgen kann. Also das macht die Wikipedia wirklich zu einer ganz, ganz tollen Sprachressource für mich. Ach so, und die Diskurslinguistik, vielleicht habe ich es jetzt begriffen, befasst sich eben mit dieser Diskussion über die Verwendung genau, von Begriffen. Genau, genau. Ah. Also man kann Diskurse als Diskussionen verstehen, wobei die Linguisten eben aus dieser technischen Perspektive eher sagen, dass es sich eben um transtextuelle Einheiten, also um Einheiten aus mehreren Texten, das können bis zu mehrere Tausende sein, zu einem Thema handelt, ne? Also das ist die Idee der Diskurslinguistik. Und da zu sehen, wie einzelne sprachliche Einheiten, wie eben diese Metapher Eurosklerose, sich dort entwickeln, verbreiten, wie die besprochen werden, das ist sozusagen der Gegenstand der Diskurslinguistik. Ach, und werden Journalisten Begriffe benutzen wie Schlagworte, eben um Aufmerksamkeit zu erzeugen oder auch ein vermeintlich schnelles Verständnis beim Leser hervorzurufen, wird in der Wikipedia eben öffentlich die Diskussion dazu geführt. Es kann ja sein, dass in den Redaktionen auch die Diskussion erfolgt, aber das schlägt sich dann nicht in den Produkt nieder. Genau, richtig. Ja, also Hintergrund ist sicher auch natürlich, dass es bei journalistischem Schreiben andere, ich sag mal, Produktionsregeln gibt. Klar, da ist der Platz begrenzt. Es handelt sich eben in den meisten Fällen um einen Autor und diese Prozesse der Aushandlung von Bedeutung und von zentralen Schlagwörtern passiert eben nicht öffentlich, sondern in den Redaktionen. Das ist aber einfach so, sind die Regeln des journalistischen Arbeitens. Aber noch interessanter ist eben für mich als Sprachwissenschaftlerin dann eben nicht journalistische Texte zu untersuchen, wie das bisher in der Diskurslinguistik überwiegend getan wurde, sondern eben bei der Wikipedia zu sehen, dass es hier eben, dass hier Aushandlungsprozesse öffentlich geführt werden auf den Diskussionsseiten und man somit ein polyphones Bild bekommt, also von Diskursen. Polyphon bedeutet, dass eben hier viele beitragen können zu diesen Diskussionen, die dann aus unserer linguistischen Perspektive als Diskurse zu verstehen sind. Ich kann mir vorstellen, dass diese Diskussionen sehr unterschiedlich sind, je nachdem, wer daran beteiligt ist. Manchmal wird es einfach aus dem Gefühl heraus abgelehnt, ein Begriff, oder es wird gesagt, dass es eine andere Metapher oder eine ähnliche Wortkonstellation halt das schon beschreibt, was jetzt in diesem Artikel gemacht werden soll. Und so dass sie vermutlich da auf verschiedene Qualitäten von Diskussionen stoßen, oder? Also zunächst ist es mal so, dass ich als Sprachwissenschaftlerin da gar nicht bewerte, ne? Also ich habe kein normatives Vorgehen, sondern ich beschreibe zunächst mal. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass es da unterschiedliche Qualitäten von Aussagen gibt. Also Qualität dahingehend, dass eben unterschiedliche Stile zum Einsatz kommen. Also manche führen auch so den enzyklopädischen Stil auf den Diskussionsseiten weiter. Und schreiben auch normgerecht, also so wie man das eben von den Artikelseiten kennt. Man orientiert sich am kodifizierten Sprachgebrauch, wie man ihn jetzt zum Beispiel im Duden findet. Und andere schreiben eben interaktionsorientiert, wie das Sprachwissenschaftler sagen würden, also ich sage mal Richtung Gespräch quasi oder eben dialogisch, was ja auch absolut Sinn macht auf den Diskussionsseiten. Also man wählt dann einfach den Stil, der sich auf den meisten Diskussionsseiten etabliert hat. Das würde dann bedeuten, dass man zum Beispiel die Kommentare oder die Postings anderer Wikipedianer mit sogenannten Inflektiven oder Aktionswörtern wie seufz oder grins kommentiert, um eben die eigenen Gefühle und Emotionen auf diesen Diskussionsseiten zum Ausdruck zu bringen. Also das sind für uns Merkmale der internetbasierten Kommunikation, die sich auf den Diskussionsseiten finden. Oder auch Smiley zum Einsatz dort. Oder auch die sogenannte Ad-Adressierung, dass man eben einzelne andere Wikipedianer auf den Diskussionsseiten mit einem Ad anspricht, weil sonst hat man ja eigentlich, sag mal, ein großes Publikum auf den Diskussionsseiten. Die Diskussionsseiten sind ja öffentlich.
Das heißt, alle anderen Wikipedianer oder die Öffentlichkeit können die lesen. Und wenn man jetzt schreibt, @Jesusfreund zum Beispiel, dann adressiert man eben konkret einen anderen Wikipedianer, an den man sich wenden möchte. Und das sind eben Eigenschaften, die diesen interaktionsorientierten Stil auszeichnen. Das wird ja in der Wikipedia nicht technisch, oder das wird nicht sehr gefördert, während es auf Facebook zum Beispiel eben kleine Button gibt, wo man das tun kann, oder bei Twitter sich auch, indem man es einfach schreibt, in diesem kurzen Text schon ist, das einfügt, ist es ja in der Wikipedia, muss man das wissen, dass es überhaupt das gibt oder dass es überhaupt wahrgenommen wird. Ja, ich denke mir auch, dass das weiß ich aber nicht, das bleibt eben verborgen, dass die Wikipedianer das aus anderen oder von anderen sozialen Netzwerken, von anderen digitalen Plattformen kennen und dann eben diese sprachlichen Strategien in die Wikipedia übernehmen. Und wenn es funktioniert, wenn es kommunikativ, ich sag mal, ankommt bei den anderen, hat das ja auch seine Berechtigung. Während bei Twitter und Facebook Smileys zum Beispiel in Icons umgewandelt werden, passiert es in der Wikipedia nicht. Aber es gibt eine Vorlage, S heißt die, wo man Smileys als Grafik einfügen kann. Und genauso ist auch diese Ad-Kommunikation, da gibt es auch zwei Vorlagen. Die eine heißt Antwort, die andere heißt Ping. Die Antwort setzt ein Ad davor und schickt eine Nachricht und die andere schickt nur eine Nachricht an den, der adressiert wird, an den Benutzernamen. Und was mich interessieren würde jetzt ist, sind es bestimmte Wikipedianer, die eben Smileys benutzen? Also werden die belächelt in der Community oder ist das durchaus normal oder, ich sag mal, anerkannt bei der Mehrheit der Wikipedianer? Ich habe das selber erst durch Zufall entdeckt vor ein paar anderthalb Jahren oder vielleicht auch länger. Benutze es gelegentlich, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendwie belächelt wird. Es kommt sehr selten vor. Es ist eher die Unterschriften, die Signaturen, dass die sehr, sehr ausgefeilt dekoriert werden. Ja. Aber in der Diskussion selber, ich selber, jetzt muss ich sagen, kommt es relativ selten vor, eben Smileys und so. Ja, es ist sowieso die Diskussionskultur und auf der Wikipedia wird ja viel beklagt. Ja, also es wird auf, zum einen ist es das Online- Verhalten, was sich sehr unterscheidet eben von normalen, also Real-Life-Diskussionen. Und zum anderen ist es auch die technische Unterstützung von Diskussionen. Das heißt, die Diskussionsseite sind auch pure Wiki-Seiten. Man muss also die Syntax ganz gut kennen, um überhaupt richtig zu antworten an einem Diskussionsstrang. Ja, aber was man sagen kann, also von der Stillage her, ist mein Empfinden, dass die doch sehr hoch ist auf den Diskussionsseiten der Wikipedia. Also ich habe auch schon Shitstorms analysiert, die auf anderen sozialen Netzwerken stattfinden, natürlich nicht auf der Wikipedia. Und da ist doch die Stillage noch eine ganz andere. Also da kommen richtig vulgärsprachliche Elemente vor. Und das ist doch in der Wikipedia auf den Diskussionsseiten auch sehr selten. Auf der Wikipedia finden sich schon solche Begriffe, solche Wortneubildungen wie Newstickeritis, oder Zitiritis, Abkürzeritis, da hätten wir wieder Krankheitsmetaphern, ne? Weil Itis, diese Endung, zeichnet ja normalerweise entzündliche Krankheiten aus. Hm. Also sowas wie Rachitis zum Beispiel oder Meningitis. Und wenn man Newstickeritis, diesen Vorwurf einem anderen Wikipedianer macht, sagt man eben, dein Verhalten auf den Diskussionsseiten oder auf den Artikelseiten der Wikipedia ist eben wie eine Krankheit, ne? Also dass man hier schreibt, als wenn das hier ein Newsticker wäre, ist nicht gewünscht auf der Wikipedia und deswegen hänge ich dieses Itis an, dieses Morphem, wie der Sprachwissenschaftler sagen würde, diesen Wortbestandteil und zeichne deshalb dein Verhalten als krankhaft aus, sozusagen. Ne? Das ist wieder diese Metapher. Aber das ist doch noch ein sehr, sehr hoher Stil und jetzt aus meiner sprachwissenschaftlichen Perspektive ist es natürlich sehr, sehr spannend und schön, was da an Wortneubildungsprodukten zu finden ist. Also so richtig Schimpfwörter oder so vulgärsprachliche Elemente habe ich bisher auf den von mir untersuchten Diskussionsseiten noch nicht gefunden. Was ich ab und zu finde, was Richtung Hate Speech geht, ist dieser Vorwurf, dass jemand ein Troll ist.
oder eine Sockenpuppe. Das findet sich immer wieder und ich glaube auch, dass das also auf sozialen Netzwerken ein sehr, sehr schlimmer Vorwurf ist, weil er die Person sehr stark diskreditiert in ihrem digitalen Dasein, sage ich mal. Also das ist dann auch ein Vorwurf, auf den häufig die beschuldigten Wikipedianer sehr heftig reagieren. Da kommen dann auch Smileys, also dann die traurigen und bösen Smileys zum Einsatz. Oder es werden mehrere Interpunktionszeichen gesetzt, also Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich bin kein Troll, wie gesagt, Ausrufezeichen. Ne? Also da wird dann schon sprachlich heftig reagiert, weil das eben so ein schlimmer Vorwurf ist im Netz, jemanden als Troll zu bezeichnen. Aber wie gesagt, also vulgärsprachliche Elemente sind das ja nicht, bei weitem nicht. Von daher, ja, also kann ich sagen als Sprachwissenschaftlerin, das ist mir noch nicht begegnet auf der Wikipedia. Ja, es gibt auch unterschiedliche Diskussionsseiten, zum Beispiel die Wikipedia Doppelpunkt Kurier. Der Diskurs ist eine, die Diskussionsseite ist hochfrequentiert, also wird fast jeder Artikel, der im Kurier geschrieben wird, wird da ausführlich diskutiert. Dort wird auch alles stehen gelassen, aber zum Beispiel gab es jetzt aktuell eben Streitereien um Wikipedia Doppelpunkt Schiedsgericht. Da war auf der Diskussionsseite auch viel los, aber dort werden auch Beiträge rausgenommen von anderen Leuten, weil das Schiedsgericht eben steht auch drüber, dass diese Diskussion kuratiert wird. Wenn einfach jemand einen sehr langen Text, der kein Diskussionsbeitrag ist, kann er durchaus gelöscht werden. Sachen werden auch wegarchiviert aus dieser Diskussion, während andere Sachen stehen gelassen werden. Also auch da wird auf so in das leere Wiki hinein werden Strukturen reingebracht. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ja, ist auch ein Punkt, der mich als Diskurslinguistin interessiert, also das Thema Macht. Ne? Also bei uns geht es eben darum, in der Diskurslinguistik zu sehen, wie sich bestimmte Sprachhandlungen, bestimmte Äußerungen, Schlagwörter durchsetzen und wie Machtgefüge, Beziehungsgefüge da eine Rolle spielen. Und klar, in der Wikipedia dürfen zwar alle mitmachen, aber es gibt eben ja doch schon eine Hierarchie, ne? Also über die IPler zu den Sichtern, Administratoren, Bürokraten, die haben ja alle unterschiedliche Möglichkeiten, die sie sich auch erarbeitet haben. Aber sie haben eben diese unterschiedlichen Möglichkeiten, Strukturen in Diskussionen zu bringen und ihre Meinung, ihre Diskurspositionen durchzusetzen. Also das ist ein ganz zentraler Aspekt, dieser Aspekt der Macht. Wer hat welche Möglichkeiten, um seine Diskursposition, seine Meinung durchzusetzen? Und auch interessant, dass es da unterschiedliche Strukturen gibt. Erstmal das Sichtbare, wie Sie es jetzt gesagt haben, über diese Funktionen, Admin, die drei übrig gebliebenen Bürokraten. Wir suchen gerade Bürokraten wieder, was ja ungewöhnlich ist bei so einer großen Community, dass das so geschrumpft ist. Aber also erstmal dieses Sichtbare, IP, dann Neuling und so weiter, aber dann eben auch Reputation, also jemand, der sehr bekannt ist. Mit seinem Benutzernamen. Der hat dann auch Leute, die diesen Namen sehen und dann immer auch gleich reagieren, sich dem sofort anschließen oder ihn beschützen und so weiter. Also da bilden sich so Gruppen heraus, die man nur erkennt, wenn man Diskussionen folgt. Also die sind nicht irgendwie markiert, sondern das muss man dann wissen. Ja. Und dieses Wissen erlangt man wahrscheinlich darüber, dass man eben Diskussionen verfolgt. Oder spielt es sich auch offline quasi ab, dass man sich eben von den Stammtischen kennt? Mein persönlicher Eindruck ist, dass das vollkommen voneinander getrennt ist. Dass, wenn sich Leute im realen Leben treffen, ist das immer so wie ein kurzes Auftauchen auf dem Meer und Donnerwetter, so siehst du also aus. Oder hätte ich ja nicht gedacht, dass das so ein netter Mensch ist und so. Das sind sehr häufige Ausdrücke. Also das hat kaum miteinander was zu tun. Wenn Leute zu einem Wikipedia-Stammtisch gehen, so Leute von außerhalb, sage ich mal, sind sie immer überrascht, wie nett die Wikipedianer sind, weil sich das auf den Diskussionsseiten nicht so darstellt. Jedenfalls nicht überwiegend. Es wird immer wieder Versuche gemacht. Lukas Metzger beispielsweise macht es sehr intensiv, dass er in Diskussionen mahnt, höflich zu bleiben. Es gibt auch, wenn die Anonymität von Benutzern verletzt wird auch von Administratoren, werden auch Diskussionssätze oder Abschnitte gelöscht.
Und bei Unhöflichkeit kann man eben Sperrantrag stellen, was aber dann aber auch wieder als Waffe verwendet wird. Also was ich schon bemerkt habe jetzt aus meiner sprachwissenschaftlichen Perspektive, wenn man wiederum Sprachversionen vergleicht, ist, dass es ja in der deutschen Wikipedia üblich ist, dass man sich von vornherein duzt. Ne? Also ich glaube, man outet sich als Neuling, wenn man siezt. Wohingegen in der französischen Wikipedia das Siezen sehr viel verbreiteter ist. Ne? Da fängt man sich dann mit Wu an. Also das ist natürlich auch eine Voraussetzung oder ein Faktor dafür, denke ich, wie man sonst auch sprachlich miteinander umgeht. Also ist klar, es ist vertrauter, wenn man sich duzt. Es schafft eine soziale Nähe, auch über die räumliche Distanz hinweg. Aber das ist eben auch ein Punkt, den ich gerne systematischer untersuchen würde, inwieweit eben dieses Siezen auf den französischen Diskussionsseiten vielleicht auch insgesamt einen anderen Sprachstil, eine andere Sprachlage auf den französischen Diskussionsseiten mit sich bringt. Mhm. Ja, das war mir gar nicht bekannt, dass in Frankreich im französischen Wikipedia sich gesiezt wird. Ja. Ich weiß, dass in der deutschsprachigen Wikipedia das aus den Ursprungstagen halt so üblich ist, als man eine verschworene Gemeinschaft war und sich so auch noch nicht so im Licht der Öffentlichkeit stand. Und ich weiß, dass jetzt Siezen als Beleidigung auch eingesetzt wird. Mhm. Ja, ja. Also das kennt man ja eigentlich auch aus dem, also von offline quasi, dass es da durchaus in manchen Kontexten dazu kommen kann, dass man jemanden sieht, wenn man eben wieder diese soziale Distanz herstellen möchte. Ne? Also mir ist es durchaus schon passiert, dass dann plötzlich doch wieder gesiezt wurde in solchen Kontexten wie Vereinen oder so. Man war eigentlich schon mal beim Duzen und dann wird aber wieder gesiezt, wenn es eben Unstimmigkeiten oder Konflikte gibt. Das habe ich durchaus erlebt und ist aber spannend, dass es das auf den Diskussionsseiten der Wikipedia auch gibt. Also dieses Thema Sozialdeixis, wie es in der Linguistik heißt, ist auch ein ganz spannendes. Also wie werden diese Pronomen, also du und sie, eingesetzt? Aber insgesamt also finde ich, dass wie gesagt, die Diskussion auf der Wikipedia, da geht es ja auch um die Sache, ne? Also um die Inhalte eben auszudiskutieren. Und da finde ich es auch legitim, wenn eben die unterschiedlichsten sprachlichen Strategien eingesetzt werden, weil es auch irgendwo zeigt, wie involviert die Autoren sind. Klar, wenn es richtig beleidigen wird, geht es natürlich nicht. Aber für mich als Sprachwissenschaftlerin vor allen Dingen ist natürlich spannend zu sehen, welche Register da sozusagen gezogen werden. Ja, genau. Sie freuen sich also dran, Sie sezieren das genüsslich, wenn da die Fetzen fliegen. Ja. es ist auf jeden Fall eben interessant zu sehen, wie das dann vonstatten geht. Aber wie gesagt, also es ist ein Stil, der aus meiner Sicht jetzt, auch aus der persönlichen Sicht, nicht so problematisch ist wie jetzt in anderen auf anderen sozialen Netzwerken. Trotzdem gibt es viele Klagen über die Diskussionskultur in der Wikipedia. Wenn Sie jetzt sagen, in anderen Netzwerken ist es viel schlimmer und vielleicht auch persönlicher, liegt es vielleicht auch an den Leuten, an diesen Schlagmenschen, der Autorin oder Autor in der Wikipedia wird? Ja, also ich denke, das können Sie vielleicht fast besser einschätzen, wie so die Wikipedianer wie sie sich geben und was es für Menschen sind. Also das spielt, sage ich mal, erstmal für Sprachwissenschaftler nicht so eine große Rolle, wie welchen Bildungsstand und so weiter Wikipedianer haben, aber welchen Eindruck haben Sie? Wie ist die Wikipedia-Community ausgestaltet? Was sind das für Menschen? Was würden Sie sagen? Ich kenne in meinem privaten Umfeld auch nur Leute, die wie Wikipedianer sind. Okay. Ich bewege mich da in meinen natürlichen Biotopen. Okay. Ja. Aber noch eine Frage an Sie. Wie ist das mit Männern und Frauen? Das ist eine schwierige Frage. Also ich finde es auch eine interessante Fragestellung zu sehen, ob es da geschlechtsspezifische Unterschiede
gibt bei den Sprachhandlungen, die man auf den Diskussionsseiten findet. Aber da ja die meisten viele Wikipedianer nicht unter Klarnamen schreiben, können wir das gar nicht so genau nachvollziehen. Oder Sie müssen mir einen Trick verraten, wie man das herausbekommen kann, ob es sich um eine Frau oder um einen Mann handelt. Also man weiß ja am Ende nicht, wer da sozusagen am Rechner sitzt, ne? Das, ja, nein, es gibt keinen wirklichen Trick. Also entweder legt es die Person offen oder nicht, was sie für ein Geschlecht hat. Sie kann es offenlegen über den Benutzernamen selber, der dann vielleicht weiblich ist, obwohl es auch männliche Benutzer gibt, die weibliche Benutzernamen verwenden. Ja. Und man kann auch sein Geschlecht einstellen in die Benutzereinstellungen. Da kann man das dann nachsehen. Und dann funktioniert auch, dass man nicht eben Benutzer Fridolin Freudenfett ist, sondern Benutzerin Itti ist beispielsweise. Ja. Also genau, diese, ich sag mal, diese Systemmöglichkeiten gibt es, dass man das offenlegt, aber letztendlich weiß man trotzdem nicht, ob jetzt hinter einem männlich markierten Account vielleicht auch eine Frau steckt, ne? Also von daher ist es eben schwierig, das nachzuvollziehen. Von daher habe ich es für mich noch nicht in Betracht gezogen, in diese Richtung zu forschen. Aber ich finde es natürlich toll, dass es ja viele Projekte und Aktionen gibt, um mehr Frauen für die Wikipedia zu begeistern. Das ist für mich auch persönlich ein Anliegen, dass es noch mehr Wikipedianerinnen gibt. Und ich selbst bin ja nicht Wikipedianerin, weil sonst der Vorwurf kommen könnte, dass ich mir meine eigenen Daten sozusagen in die Wikipedia schreibe, die ich dann später wissenschaftlich analysiere, was aus einer wissenschaftlichen Perspektive natürlich Quatsch wäre. Aber wenn dieses große Habilitationsprojekt, das ich in den nächsten 5 Jahren bearbeiten möchte, dann abgeschlossen ist, dann würde ich auch wirklich sehr gerne Wikipedianerin werden, wenn dann sozusagen dieser Vorwurf nicht mehr so im Raum stehen könnte. Genau. Was kann man denn erwarten von jetzt Ihrem Forschungsprojekt? Was können die Wikipedianerinnen und Wikipedianer erwarten? Also ein Bereich, der für die Wikipedia wahrscheinlich insgesamt sehr interessant ist, ist das Thema Trollkommunikation. Da ist ja auch ein großes Anliegen der Wikimedia Foundation, wenn ich das richtig im Blick habe, dass man eben Trolle, die wirklich bösartig nur in der Wikipedia mitarbeiten, detektieren kann, dass man die ausfindig machen kann. Da möchte ich eben sehen, welche sprachlichen Muster zeichnen Trolle aus? Wie kann man da eben diese Trolle ausfindig machen? Das ist ein Punkt, den man wahrscheinlich dann auch in der Praxis nutzbar machen kann. Ein großer Punkt ist bei mir auch das Thema Text-Bild-Zusammenhang. Wie setzen die Wikipedianer Bilder ein, um die Wikipedia sozusagen multimodal auszugestalten, also sie eben zu bebildern? Und welche Metadiskurse finden zu dieser Bebilderung statt? Und ich weiß ja, dass eben, glaube ich, die Zielrichtung auch dahin geht, dass man eben noch mehr Bild- und Videomaterial in die Wikipedia integriert. Und vielleicht könnte man da eben auch Rückschlüsse aus meinen Ergebnissen ziehen, wie man da die Diskurse auf den Diskussionsseiten noch in diese Richtung bringen kann. Und der dritte Punkt ist, dass ich jetzt in meiner Lehre auch die Wikipedia mit meinen Studenten in den Blick nehme. Sehr schön. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Im Frühjahrssemester hier an der Uni Mannheim im Februar geht's los. Und da die Studenten ja nach Abschluss des Seminars dann die Wikipedia gut kennen und wissen, wie man sie bearbeitet, hoffe ich, dass da aus meinen Seminaren vielleicht auch Wikipedianer hervorgehen. Ganz wichtig ist mir natürlich auch, dass Vorurteile gegenüber der Wikipedia abgebaut werden. Ich betreue ja in meinen Seminaren Lehramtsstudenten, das heißt, es sind zukünftige Deutschlehrer. Und ich glaube, in diesen Kontexten ist eben oftmals das Vorurteil, dass Schüler überwiegend Texte aus der Wikipedia rauskopieren, um sich Arbeit zu sparen. Aber meine Chefin Angelika Storrer hat da auch schon dazu gearbeitet, dass man eben die Wikipedia eben auch didaktisch, pädagogisch einsetzen kann, dass man eben Schüler heranführt an die Wikipedia, dass sie dazu beitragen. Und da gibt es auch ein ganz tolles Projekt von Siko van Dijk, das Klexikon. Und dazu gibt es auch, glaube ich, schon einen Podcast-Beitrag oder sogar zwei, die Klexikon thematisieren, dass man auch schon eben Kinder heranführt an dieses kollaborative Arbeiten. Genau, das wird eben auch Thema meiner Seminare sein. Und ich denke, das ist auch ein Beitrag, den ich eben ganz konkret
zum Gedeihen der Wikipedia machen kann. Welche Vorurteile gibt es denn gegenüber der Wikipedia? Also wie gesagt, eben eher, ich sehe die Vorteile eher bei der Nutzung, dass eben Schüler, Studenten, Kinder die Wikipedia nutzen, um dort abzuschreiben. Und klar, da gibt es vielleicht Einzelfälle, aber das möchte ich eben so wenden, dass man sagen kann, naja, die Wikipedia ist ja ein toller Schatz, den wir haben, da eben zumindest eine erste Orientierung in vielen Wissensbereichen zu finden. Und die öffentliche Meinung eben dahingehend zu wenden, dass man sagt, dort mitzuarbeiten und die Wikipedia eben als Nachschlagewerk zu verstehen und nicht als Ort, an dem man einfach was runterkopiert, das ist mir wichtig, das mitzugeben sozusagen. Und es ist ja auch so, dass viele eben nur die Artikelseiten der Wikipedia kennen und die Diskussionsseiten gar nicht. Die wissen also nicht, wie da gerungen wird um die Artikel. Und auch das eben nochmal offen zu legen, ist auch ein ganz zentraler Punkt in meinen Seminaren. In meiner Schulzeit in den 1980er Jahren bekam ich besonderes Lob, wenn ich mit dem Lexikon gearbeitet habe, bei Vorbereitung von Vorträgen oder so. Und das hat eben ein Wandel, ein digitaler, der sogenannte digitale Wandel stattgefunden, ne, dass Informationen jetzt leicht zugänglich sind. Überall, wo wir sind, über Smartphones kann man jederzeit auf Informationen zugreifen. Und was jetzt eben tatsächlich ansteht, immer noch aus meiner Sicht, weil ich mich ja nun schon sehr lange damit beschäftige, aber im Großteil der Bevölkerung ist es eben noch nicht angekommen, ist, wie gehe ich richtig damit um? Einfach rauskopieren geht nicht. Das machen jetzt sogar Studenten und das machen Doktoranden, dass sie in Doktorarbeiten ganze Abschnitte rauskopiert haben, was aber sehr leicht nachzuweisen ist. Ja. Und ich glaube, dass die Digital Natives, die jetzt so langsam heranwachsen, ja auch wissen, dass es leicht zu überprüfen ist. Und es gibt ja die Möglichkeit, Plagiate eben sichtbar zu machen über bestimmte Softwareprogramme und das mitzuteilen. Auch der Öffentlichkeit ist ja auch ganz wichtig. Und wie Sie sagen, eben da ja Strategien mitzugeben, wie man mit Wikipedia umgeht, dass es eben ein wichtiges Mittel ist zur ersten Orientierung, aber dass es dann eben auch zum Beispiel in universitären Kontexten wichtig ist, dann richtig wissenschaftlich zu arbeiten, zu zitieren, zu belegen, wie es ja auch in der Wikipedia passiert. Also das mitzugeben, ne, das ist, denke ich, ganz wichtig. Ja. Wenn man nur abschreibt aus der Wikipedia, lernt man nichts und trägt auch nichts zur Wissenschaft bei. Genau, ja. Aber man hat einen riesen Vorteil, indem man so Seiten, also wenn man sich mit einem Thema beschäftigt man sich ja immer mit 1000 Themen. Das heißt, es kommen Begriffe vor wie Rachitis und dann schlage ich eben schnell mal nach, was Rachitis ist und kann das eben auf der Wikipedia tun, statt jetzt umständlich irgendwie suchen zu müssen oder gar ein Buch hervorholen zu müssen, wo es dann, was dann vielleicht ein medizinisches Fachbuch ist, wo ich dann auch nochmal 5 Wörter nachschlagen müsste. Ja. No. Ja, und da die Wikipedia ein Hypertext ist, sind ja eben, wie Sie es schon gesagt haben, die einzelnen Begriffe oftmals wiederum mit Artikelseiten hinterlegt und über Links verfügbar, was natürlich eine sehr viel schnellere Wissensaneignung ermöglicht. Ich komme von einem zum nächsten und kann mir eben immer die einleitenden Sätze lesen und weiß dann ungefähr, um was es geht. Und das ist auch wichtig für Alltagswissen, aber genau, ein wissenschaftliches Wissen erarbeitet man sich dann eben doch nochmal anders, indem man eben doch wissenschaftliche Monographien konsultiert. Das kann ja auch wieder digital sein. Also viele wissenschaftliche Monographien liegen mittlerweile ja auch als E-Book zum Beispiel vor. Aber es sind einfach, es ist jetzt aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive sind es andere Textsorten, die eben nochmal anders argumentieren und vielleicht auch nochmal ein anderes Detailwissen dann doch präsentieren. Und diesen Unterschied verschiedener Textsorten und den Umgang mit den unterschiedlichen Textsorten, das steht, wie gesagt, im Zentrum auch meiner Seminare hier an der Uni Mannheim. Was werden die Studenten konkret tun? Also sie werden sich vermutlich Accounts anlegen und auch ein bisschen arbeiten. Und, oder was machen sie linguistisch jetzt mit den Studenten? Genau, also das Seminar beginnt zunächst mal nach einer organisatorischen Sitzung mit einem Gastvortrag von Sico van Dijk, der eben uns dann schon mal das richtige Insiderwissen mit auf den Weg gibt sozusagen. Und dann geht es natürlich erstmal darum, dass die Studenten die verschiedenen Namensräume erkunden. Wie gesagt, also wenn man als Neuling an die Wikipedia herangeht,
ist einem das noch gar nicht so klar, welche Namensräume es gibt. Dann kennt man oftmals so die Artikelseiten. Also dieses Vertrautmachen mit den verschiedenen Namensräumen ist wichtig. Und dann geht es aber auch schon darum zu erkennen, was ich vorhin erläutert habe, dass es unterschiedliche Stile gibt. Ne? Also dass man eben sprachwissenschaftlich dann beschreibt, dass es einerseits diesen enzyklopädischen, textorientierten Stil gibt und auf den Diskussionsseiten dann eher den interaktionsorientierten Stil. Das zu erkennen ist eben wichtig und das ist auch ein Punkt, den zum Beispiel spätere Deutschlehrer, zukünftige Deutschlehrer auch ihren Schülern dann wiederum mitgeben können. Also das ist für uns schon mal ein wichtiger Aspekt eben der Wikipedia, dieses gleichzeitige oder parallele Existieren der verschiedenen Stile. Dann werden wir eben auch die Artikelseiten uns vornehmen, welche Elemente gibt es da, was zeichnet eben die Wikipedia als Text beziehungsweise als Hypertext aus. Klar eben, dass es Links gibt, aber auch die Frage, wie funktioniert dort insgesamt der Zusammenhang zwischen den einzelnen Sätzen, also welche sprachlichen Mittel kommen da zum Einsatz. Genau, also Konjunktionen und Subjunktionen und so weiter werden eine Rolle spielen, aber das geht jetzt schon sehr ins Technische. Also es spielt eben, diese Fachtermini spielen dann schon auch eine Rolle, um eben die Wikipedia zunächst mal wissenschaftlich beschreiben zu können. Und dann werden wir uns aber auch eben aktuelle Fragestellungen anschauen. Also zum Beispiel werden wir verschiedene Sprachversionen auch vergleichen, am Beispiel Krimkrise, also mehr oder weniger aktuell geht es ja um die Ereignisse auf der Krim 2014, wie da eben die Artikelnamen im Deutschen, in der deutschen Sprachversion und der englischen Sprachversion verhandelt werden auf den Diskussionsseiten und warum sich auf der deutschen Seite was anderes durchsetzt als auf der englischen Seite. Also in der deutschen, auf der deutschen, die deutsche Seite heißt Krimkrise. Und die englische Seite heißt Annexation of Crimea by the Russian Federation. Oh, das ist ja doch ein erheblicher Unterschied. Ja, ja. Und da gab es eben dann auf der englischen Diskussionsseite eine sehr, sehr kontroverse Diskussion, verschiedene Vorschläge. Crimean Crisis war auch ein Vorschlag. Es wurde aber auch über Incorporation nachgedacht. Aber das zeigt eben, dass hier die Diskurse dann in verschiedenen Sprachversionen doch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Wir werden uns auch angucken, ja, welche sprachlichen Strategien da eben zum Einsatz kommen, um eben die eigene Meinung durchzusetzen. Genau, also das wird auch eben ein Aspekt sein, den wir uns näher anschauen. Ich habe gerade mal parallel geguckt. Es gibt keinen Wikipedianer-Stammtisch in Mannheim. Es gibt es im Umfeld, also nördlich Mainz, südlich Karlsruhe und dann das Original Pfalz, Kurpfalz, Rheinhessen. Aber ich denke, dass durchaus Interesse besteht von Ihrer Seite, mit Wikipedianern auch zusammenzustoßen. Auf jeden Fall, ja. Also ich, genau. die zuhören, ich werde vielleicht auch noch ein paar anschreiben über wegen eines Themas, das wir gleich noch besprechen. Mannheimer Wikipedianer fühlt euch aufgerufen, mit Familie Kontakt aufzunehmen. Ja. Und wenigstens einen Stammtisch jetzt im Sommersemester zu machen, weil das auch die Studenten interessieren könnte. Genau, also ich denke, dass die Studenten da ein großes Interesse haben, Wikipedianer kennenzulernen. Wie gesagt, vielleicht werden die Studenten auch selbst Wikipedianer. Zumindest für die Linguistik sind sie auch Experten, was ja auch dann besonders schön ist, wenn sie da in diesem Bereich beitragen können. Aber ja, also würde mich sehr freuen, wenn es da zu Kontakten kommen würde. Wobei ich Ihnen da nicht so viel Hoffnung machen kann. Die Erfahrungen zeigen, dass solche Aktionen zu 1 bis 2, meist zu 0 Wikipedianern führt, jedenfalls kurzfristig. Aber es ist durchaus Interesse der Wikipedianer, der Wikipedia, wenn Leute sich auskennen mit der Wikipedia und das dann auch in ihrer Arbeit verwenden. Und auch was auffällig ist, dass Leute selten in ihrem Fachgebiet schreiben, sondern in ihrem Hobby. Bei Wissenschaftlern ist es so, dass sie ihren Ruf nicht gefährden wollen. Wenn ihnen ein Artikel in der Wikipedia zugeordnet wird und dann schreibt jemand Mist rein, dann verknüpft sich das mit dem Namen. Ja, sie lachen mir. Das ist wirklich ein Grund, der mir häufig genannt wird. Also es ist dann auch nicht so, dass die unter Pseudonym arbeiten, weil halt am Sprachstil das vermutlich erkannt wird, wer das nun ist oder auch an den Meinungen.
Es wird zwar um einen neutralen Standpunkt gerungen, das heißt aber nicht, dass jede Person einzeln mit sich ringt, sondern dass dann noch jemand dazukommen muss, mindestens einer, der das dann auch sich auf den Ringkampf einlässt. Interessant. Gut, aber das andere Thema, was ich besprechen wollte, ist, dass wir beide uns verbündet haben, um ein Barcamp in Mannheim stattfinden zu lassen. Ja, richtig. Am 17. bis 19. November 2017 ist die Wicke Dach hier in Mannheim zu Gast. Und darauf freuen wir uns auch schon sehr. Geplant ist ja auch, dass es neben den üblichen Formaten, sage ich mal, die sich ja bei der Wicke Dach etabliert haben, auch ein wissenschaftliches Kolloquium geben soll, überwiegend eben aus dieser sprachwissenschaftlichen Perspektive. Also dort werden dann aktuelle Arbeiten aus der Sprachwissenschaft zur Wikipedia vorgestellt. Aber ich freue mich natürlich auch besonders, hier die Wikipedianer im Mannheimer Schloss zu Gast zu haben. Wir haben ja auch da schon über verschiedene Formate gesprochen. Es soll vielleicht ein Edit-a-Ton, heißt das richtig, geben oder ein Wiki-Dojo. Und auch da möchte ich auf jeden Fall meine Studenten akquirieren, dass sie da mit dabei sind. Sie einladen, dass wir da gemeinsam uns noch verschiedene Themen der Wikipedia näher anschauen, gemeinsam. Ja, ich bin Ihnen da sehr dankbar, dass wir im, wie heißt es, Ostflügel des Ehrenhofs mehrere Räume haben. Oder war es der Westflügel? Ehrenhof Ost. Genau. Genau, das ist der große Hof, wenn man hier direkt vom Mannheimer Schloss steht. Genau. Und Sie haben mehrere Vorlesungsräume oder Seminarräume für uns reserviert und wir können auch den Wandelgang oder wie es heißt, davor nutzen. Mhm, genau. Und ich will noch kurz erläutern, was ein Barcamp ist. Das ist eine Konferenz, bei der die Inhalte vorher nicht sonderlich geplant werden. Die eigentliche Planung findet dann am Morgen des jeweiligen Tages statt. Das heißt, da kommt der zittrige Moment für die Organisatoren, wo sie sagen, wer jetzt Vorträge halten will, tritt bitte vor. Aber ich war jetzt eben schon auf Dutzende Barcamps, es treten immer ganz viele vor. Man kann eben dorthin fahren und einfach einen Vortrag anbieten. Dann wird gefragt, wen interessiert das jetzt? Und dann heben sich eben 5 Arme oder 50 und dementsprechend wählt man einen Raum aus und dann wird der Vortrag da gemacht. Ja. Es besteht auch die Möglichkeit, dass jemand sagt, hier ist ein Vortrag oder jetzt ein Thema, zu dem keiner spricht, ich würde aber gern dazu eine Veranstaltung haben. Und selbst auch dann finden sich immer Leute, die sagen, okay, dann machen wir eine Diskussionsrunde oder ein Seminar oder so, ja, und organisieren das dann, während wir es tun. Und auch da melden sich dann Leute, die interessiert sind und dann ein Thema eben besprechen. Ja. Also es ist ein sehr offenes Format, es sind sehr viele Möglichkeiten. Was Sie auch schon nannten, ist halt ein Editathon. Das machen wir auch weil viele Leute noch nicht keine Vorstellung davon haben, wie in der Wikipedia gearbeitet wird. Und es ist, man macht es entweder am Bildschirm oder mit einem Beamer, dass man wirklich auf einem Bildschirm sieht, wie jemand konkret an einem Artikel arbeitet und man kann ihn gleichzeitig auch noch Fragen stellen, während er das tut. Das ist auch für andere Wikipedianer interessant, anderen über die Schulter zu schauen. Ja, finde ich auch wirklich ein sehr, sehr gutes Format. Und ich glaube, wir sollen auch noch dazu sagen, dass die Vorträge eben nicht wissenschaftlich sein müssen. Es wird zwar ein Teil wissenschaftlicher Vorträge am Freitag, den 17. November, geben, aber der 18., 19. November 2017, das sind ja die Tage, die reserviert sind, eben für das gemeinschaftliche Sprechen über die Wikipedia und, wie Sie es gerade erläutert haben, für das Barcamp. Also die müssen ja nicht wissenschaftlich sein, die Vorträge. Nö, müssen nicht, können aber. Man kann doch alles Mögliche, also Wikidach ist jetzt, Wikidach heißt es, weil es um Wiki, nicht nur Wikipedia, sondern auch die anderen Projekte geht, Wikimedia Commons, Wikisource, Wikibooks und so weiter. Und Dach eben Deutschland, Österreich, Schweiz für die deutschsprachigen Raum, was ja auch schon ein linguistisch äußerst komplexes Gebilde ist. Ja. Absolut, ja. Und es geht zurzeit nur um die Deutsche, was ich aber auch gern vorantreiben will, ist, dass wir eben so viele Sprachen in diesem Raum haben, die eigentlich schon eigene Wikipedien haben. Niedersorbisch, Obersorbisch, Alemannisch, Niedersächsisch. Ich entschuldige mich bei allen Sprachen, die ich jetzt vergessen habe. Und das sind kleine Communities. Sie sind grundsätzlich verschieden nochmal von der deutschsprachigen Community. Ja.
und auch sprachlich interessant, weil gerade bei Alemannisch, das ist ja auch ein Oberbegriff von zahllosen Dialekten, die durchaus unterschiedlich sind. Genau, da gehört ja das Schweizerdeutsch auch mit dazu, zum Beispiel. Das Lützeburgisch. Genau, ja. Und es wird aber auch sehr schön eben in dieser Sprachversion der Wikipedia dargestellt. Also da erhält man auch als Nicht-Linguist einen sehr, sehr schönen Überblick. Und ich finde es auch toll, dass es da eben Wikipedianer gibt, die ihre Leidenschaft für ihre Dialekte so ausleben da. Also das war für mich eigentlich auch ein Grund, um Sprachwissenschaftlerin zu werden, diese Begeisterung für die Vielfalt eben der Sprache. Ne? Und wie gesagt, also den Sprachwissenschaftlern geht es auch nicht darum, normativ zu sagen, oh, das ist jetzt aber hier kein Hochdeutsch, sondern es geht eigentlich eher darum, eben diese Vielfalt zu beschreiben. Und die meisten Sprachwissenschaftler, sage ich jetzt mal so, die haben eben auch eine Begeisterung für diese Vielfalt. Manche sind auch selbst Dialektsprecher, also ich kann auch Kurpfälzisch sprechen. Das ist der Dialekt, der hier in der Region gesprochen wird. Genau, und von daher ist es natürlich auch ein Punkt, der mich begeistert, dass es hier diese kleinen Sprachversionen gibt und dass man die auch so gut vorfindet. Ich habe jetzt gesehen, dass es sogar eine Sprachversion für das Pennsylvania Dutch gibt. Mhm. Das ist ja die Sprache, die Amish People in den USA sprechen. Dutch ist auch nicht ganz wichtig, dass es Dutch heißt, sondern das ist eben eine Variante des Deutschen. Da sind vor circa 200 Jahren hier aus dem Mannheimer Raum Deutsche ausgewandert in die USA. Und diese Sprache hat sich jetzt eben, die sie damals gesprochen haben, so einigermaßen erhalten, sage ich mal. Also klar, es gibt immer Sprachwandelphänomene, dass sich die Sprache verändert, aber das ist natürlich auch ein linguistisch interessantes Phänomen. Und da habe ich letzt gesehen, dass es eben hier eine Pennsylvania Dutch Sprachversion in der Wikipedia gibt und dachte, wow, super, das ist ja echt klasse. Genau, und es ist auch eben eine Minderheitensprache, die nicht abnimmt, sondern weil dieses Sprechen religiös motiviert ist. Ne? Also das ist eine sehr identitätsstiftende Sprache für die Amish People. Deswegen wächst auch eher die Sprechergemeinschaft, was auch wiederum sehr interessant ist für uns Linguisten. Also es ist wirklich eine ganz tolle Ressource für uns Linguisten. Ich bin da großer Fan von den kleinen Sprachversionen. Mhm. Ja. Ich danke Ihnen 4000 Mal für dieses wunderbare Gespräch. Gerne. Ich freue mich auf den November, wo wir uns dann auch endlich mal sehen werden. Ja. Nachdem wir jetzt im Herbst kurz miteinander gesprochen haben, ein Wikipedianer, der bei Ihnen Student war, hatte mich auf Sie aufmerksam gemacht. Mhm. Und auch sprachlich hoffe ich mir jetzt eigentlich auch von Ihrem Seminar, aber auch es steht ja nach der Schiedsgerichtsdiskussion in der deutschsprachigen Wikipedia, wurde jetzt angekündigt, dass der Einfluss der Tagespolitik auf die Wikipedia oder der aktuellen Politik, dass der näher untersucht werden soll. Mhm. Mhm. Was für Sie sicher auch interessant ist und wo ich gelegentlich vielleicht auf Sie zurückkomme. Ja, prima. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Dann nochmal alle Wikipedianer im weiteren Umfeld von Mannheim, die werde Frau Gredels Kontaktlink hier mit auf die Seite setzen. Mhm. Man kann sich dann gerne dort melden oder bei mir, wenn ihr euch nicht traut, mit einer Frau zu sprechen. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag. Ich danke Ihnen auch für das tolle Gespräch und freue mich auf die Wikidach im November 2017. Bis dahin. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen.
Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.